Heute nehme ich euch einfach mal mit, wie ich die Bienenvölker vom Raps in den Wald fahre. Ja, viel Spaß beim Video. So, guten Morgen. Also wir haben es jetzt 4:30, glaube ich. Ich habe gar nicht mehr auf die Uhr geschaut, 4:30 ungefähr. Ich bin auf der Alban gekommen. Man sieht es ja hinter mir, die Sonne geht gerade auf. Hier, ich weiß nicht, ob man sieht, ich drehe mich mal rum, rund um mich sind eben die Windräder. Man sieht es auch hier gerade im Hintergrund, der Raps ist verblüht. Schon paar Tage und jetzt geht es einfach darum, die Bienen hier wegzufahren. Auf den Wagen sind nur noch Abnahmen, also da war jetzt die letzte Woche minus 1,5 Kilo, also das heißt, die Bienen finden hier nichts mehr, sondern leben von ihren Futtervorräten, und deshalb holen wir die jetzt hier weg und die fahre ich im Prinzip gleich in den Welzheimer Wald. Das ist hoffentlich guten Waldhonig gibt. Ja, ich lade jetzt mal auf und dann sehen wir uns wahrscheinlich wieder. So, jetzt ist schon deutlich heller. Ich hoffe, man sieht auch diesen Sonnenaufgang jetzt ganz schön. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, also wir haben es jetzt so kurz nach 5. Ich habe jetzt, ich meine, viele kennen das ja, immer das gleiche System, Flugloch zu, hier ein Flugloch zu, oh, hier sehe ich gerade, hier muss ich nochmal nachjustieren, Flugloch zu, Spanngurt rum und jetzt aufladen und dann geht die Reise los. Das sind um die 30. Bienenvölker. In der Regel brauche ich, dass ich die Reise fertig habe, so knapp über eine halbe Stunde, wenn ich nicht filme. Ja, wie gesagt, jetzt will ich los, weil ich will da hinten, ich meine, das ist echt eine coole Aussicht hier. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund sieht mit diesem Sonnenaufgang, ob das so wirkt. Der Mond noch, weil ich habe da hinten noch ein Wagvolk stehen, das ich auch noch holen will, bevor die anfangen zu fliegen. Und dann geht es, wie gesagt, ab in den Wald. Ja, ihr seht im Hintergrund, alles ist geladen. Das Wagvolk habe ich auch eben gerade noch an dem anderen Bienenstandort, wo ich Bienen im Raps hatte, abgeholt. Und jetzt geht es aber dann wirklich los nach in den Welzheimer Wald. Ja, viele fragen sich, warum ich noch wandere, wie ich wandere, also mit Spanngurt und nicht mit Palette und Stapler. Also ich, das steht auch ganz oben auf der Liste. Also eigentlich wollte ich ja dieses Jahr da was anschaffen, habe es aber aus verschiedenen Gründen nicht gemacht. Unter anderem, weil ja auch unser Betriebsgebäude kam. Und da wollte ich einfach, hatte ich andere Schwerpunkte bei der Investition. Ich möchte ja jetzt auch nicht mich, also ich meine, das ist ja ein Betrieb auch, wo im Wesentlichen ohne oder komplett ohne Fremdkapital gewachsen ist. Und wie gesagt, ich fahre die Bienenvölker in der Regel leer und dann geht es so, ich meine, klar, jedes Mal zu Tagen, da träume ich dann schon von einem Stapler, aber wenn ich dann die Preise sehe, dann denke ich halt wieder, ah komm, das geht nochmal so, aber man wird nicht jünger und wie gesagt, also das ist sicherlich die nächste Investition, eine anständige Wandertechnik. Vor dem Hintergrund habe ich ja auch damals den Anhänger schon in der entsprechenden Größe gekauft. Ja, wie wandert denn ihr?
Also das wird mich auch mal, vor allem noch mal interessieren. Würde mich echt freuen, wenn ihr das mir in die Kommentare schreibt. Also ich bin ja eher so Liebäugler, lieber so mit so einem Raupenstapler oder im Radstapler, also einen handgeführten Stapler auf jeden Fall. Hat für mich eigentlich zwei Aspekte. Ich möchte eigentlich, wie gesagt, so entweder Pickup oder Bus bleiben, auf jeden Fall als Zugfahrzeug. Dann kommt natürlich der Gewichtsaspekt und auch die Enge, ne? Also ich möchte da jetzt nicht, weiß nicht, wie viel Quadratmeter brauchen, um zu rangieren. Das Gewicht, der Preis, ja, also ich bin da, tue mich da einfach schwer, da 600, 700, 800 Kilo durch die Landschaft zu fahren, nur für einfach ein paar Stunden im Jahr, wo die benutzt werden. Also allgemein, ne? Ich meine, so der Traum jeden Imkers ist wahrscheinlich so ein Wand, also meiner nicht, aber von vielen Imkern ist so ein Wandlader, aber da tue ich mich echt schwer, ne? Weil die sind schweineteuer und wie viele Stunden im Jahr laufen die denn? Ne? Also da gibt es sicherlich andere Technik, die vielleicht nicht ganz so cool rüberkommt. Und vielleicht auch eine Viertelstunde länger braucht, aber wirtschaftlich ja um einiges, wirklich um einiges interessanter ist. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf eure Kommentare zu diesem Thema. Bin jetzt aber wirklich mal unterwegs. Ich muss jetzt mal schauen, dass ich irgendwo einen Kaffee bekomme und noch was zu essen auf die Fahrt. Vielleicht muss ich auch leider noch tanken. Das ist um die Uhrzeit immer ein bisschen schwierig, aber wir werden es hinbekommen. Also, ihr werdet es ja mitbekommen. Also, bis dann, ciao. So, jetzt ist es vollbracht. Die Bienenvölker stehen hier im Wald. Ein paar fahre ich auch gleich weiter. Das hat einfach den Hintergrund, ich habe jetzt hier wieder meine Waage dabei. Ich weiß jetzt noch nicht, gibt es hier Zunahmen oder nicht. Und ich die auch morgen oder übermorgen, ich weiß nicht, ob ich das mit ins Video aufnehme noch, auch in die Edelkastanie welche fahre. Und dass ich da wieder einen Hänger voll habe, nehme ich jetzt hier noch. Was sind das? 5 Stück wieder mit. Ja, stell die bei mir daheim hin und fahre die dann im Prinzip morgen oder übermorgen Nacht in die Edelkastanie. Die habe ich jetzt mal hier stehen. Da schauen wir jetzt mal, was die Waage bringt, ob es Waldhonig gibt. Ne? Das ist ja immer dieses Thema, gibt es nicht. Mein, bisher sieht es ganz gut aus. Der Förster hier ist auch ein ganz netter und hat auch Bienen und der hat gemeint, er hätte schon ein paar Spritzer gesehen und sie sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, wir lassen uns überraschen und dann entscheiden wir, was wir machen. Ich habe die jetzt hier auch alle auf einer Honigraumzarge. Ja, da muss ich jetzt einfach mal schauen, wie es wird. Ja, das war es im Prinzip jetzt für dieses Video. Ja, im Prinzip war es das dann für dieses Video. Jetzt bin ich hier gestochen worden. Naja, im Prinzip war es das jetzt für dieses Video. Die Bienenvölker sind im Wald, die anderen gehen in die Edelkastanie. Ein paar stehen ja noch, wie ihr es auf dem letzten Video kennt, das linke ich euch mal hier, an dem Acker mit den Wicken. Und das ist eigentlich bisher ganz cool, ne? Das sind so knapp über 1 Kilo Zunahmen pro Tag. Also da bin ich echt mal gespannt, wie dieser Honig schmeckt. Vor allem, weil der eigentlich, der kriegt ja kein Pflanzenschutzmittel. Gut, andere Honig ja auch nicht. Aber das ist jetzt ein Honig vom Acker, wo keine Pflanzenschutzmittel bekommt. Also ein bisschen, ja. Gut, so viel zu dem Thema. Ja, also wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wie es bei euch aussieht mit dem Waldhonig.
und dann viel Spaß.